weil alle von hier bis einschließlich diesem hier sind auf meiner Maus. Die hier oben nicht mehr. Die könnte ich zwar einprogrammieren, aber brauche ich eigentlich nicht. Dafür lohnt es nicht. Was gibt's hier? Taktik-Team-Terminal. Guck mal, wenn da nicht zu viel lesen ist. So, Ruhm, ich weiß, wie das geht. Ruhm. Ruhm 1. Iron auch 1. Ruhm. Ja. Ja, einmal hier, einmal hier, einmal hier, bitte lesen. Danke sehr, wer möchte, darf. Wer nicht will, ist auch gut. Der kann eine Sekunde warten. Kann ich mich jetzt mit irgendwas heilen? Nuka Cherry. Muss mal so machen, einfach. Gideon Schandes. So. Perception. Ich glaube, ich nehme erst einmal das mit den Gewehren. Mit mehr Schaden. Wir benutzen die dann doch häufiger. So, Reiseapotheke. Ich guck nur gerade mal, ob ich irgendwas austauschen kann. Vielleicht das habe ich drin. Das habe ich schon drin. Das brauche ich ja hier nicht. Okay. Das passt. So, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Finde ich nicht sehr weit. Da oben? Kann man von hier aus hinlaufen. Das ist okay. Dann würde ich allerdings erstmal zum Camp gehen. Da mal ein bisschen zeuglos werden. Was ich dann so zerstören kann und vielleicht dort wohl was reparieren. Eher weniger. Aber mal gucken. Mal gucken. So, einmal hier rüber. Da sind wir schon. Klein, aber fein, du. Erstmal kochen. Kochen ist, wie gesagt, immer das Wichtigste. Holz 1 von 1. Geht aber trotzdem easy. Ey, kein Ding. Wir haben halt nur ein Holz. Machen aber trotzdem alles. Lasergewehr kommt weg. Planke kommt weg. Das Bowie-Messer. Ich mach mal das hier weg. Das, guck mal, das macht genauso viel Schaden wie das hier. Das ist schon hart. Baseballschläger kann ich mittlerweile wegmachen. Vor allem gezackt. Wo ist denn das bitte gezackt? Da vorne an der Klinge ist nichts gezackt. Oder? Warte mal. Kann ich so. Boah, zoom. Zoom. Okay, weiter geht's nicht. Okay, inwiefern ist das hier gezackt? Er meint nicht den Griff. Die Klinge meint er nicht, weil die ist, abgesehen von dem Gezwirbel da, von der Textur, nicht gezackt. Nee? Okay. Keine Ahnung. Gut. So, den ganzen Schippes packe ich mal hier rein. Habe ich hier noch irgendwelche Waffen drin? Das kann ich bald benutzen. Ist das nicht dasselbe? Warte mal, das macht 75. Das macht 68. Nee, das hier ist tatsächlich ein Stückchen besser. Mhm. Wir heben es erstmal auf. Automatische Kampflinde. Das hier. Bowie-Messer.
entspannt benutzen. Ich müsste echt mal öfter benutzen. Aber Problem ist halt, dass ich nicht so viel aushalte ohne die Power-Rüstung, weil ich dahingegen halt nichts geskillt habe. Deswegen brauche ich Teile. Ich brauche Teile für die Power-Rüstung. Sonst geht hier gar nichts. So, kann ich irgendwas umbauen? Bowie-Messer. Jetzt haben wir her. Da kann ich nichts machen. Gut. Irgendwas, muss ich irgendwas reparieren? Naja, sieht jetzt nicht unbedingt so aus. Das kann ich nie machen. Gezackte Klinge. Ja, 33 Schaden, ganz ehrlich. Das lohnt vielleicht, aber halt nicht. Bei einer... Sie blutet, erhöhter Schaden. Panzerbrecher, erhöhter Schaden. Ich nehme mal das hier. Kann ich... Doch, geht doch. Ja, sehr geil. Lasergewehr. Da ist auch nicht mehr viel Leben drin. Das können wir auch bald wegschmeißen. Automatikpistole. Finden wir bestimmt bald eine bessere. Ich gehe mal irgendwie so von aus. Ich glaube, dann haben wir erstmal alles. Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt? Ah, das viel, das viel. Wenn ich noch irgendwas... Okay, was habe ich in der Munition dabei? Leuchtfackeln. Ich habe einen Diffusionskern, wiegt halt viel. Die Dinger, die wiegen zum Beispiel viel. Da habe ich keinerlei Waffe für. Dann, okay, das hier, ja, hier ist halt viel dabei. Wie sieht's hier aus? Schießpulver haben wir nicht so. Warte mal, 10, das sind 100, wiegen 5. Es geht eigentlich, es geht. Schrott. Heilmittel, es ist halt viel hier sowas, oder sowas, die Wackelpuppen, das lohnt eigentlich fast gar nicht, die aufzuheben. Ich glaube, ich benutze sie einfach mal. Nutzen wir hier die Baupläne. Huch. Kann ich nicht benutzen. Schmeiße ich weg. Was war das andere? Genau. Einmal das verdorbene Kappes hier. Dann die zwei Kollegen. Das sind schon mal zwei mehr. Also, hier muss ich hin. Von dort aus lauf ich. Ich brauche Stimpaks. Ich muss Zeug verkaufen, um Stimpaks zu kaufen. Ich müsste eigentlich zu einem Händler. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist auf dem Weg zu unserem zum Questpunkt ein Bahnhof. Und Bahnhöfe besitzen alle, wie wir uns erinnern, eine Kiste. Und einen Händler. Alles klar. Da gehe ich nicht hin, da sind Supermutanten. Mal hier das Ding ausrüsten. Erstmal gucken, ob ich alles nachgeladen hatte. Ja, hier, das sieht gut aus. Ich hätte noch 8. 8. 9 und das hier oben. Okay, das ist Jagdgewehr. Das ist sehr gut. Hier rechts ist noch ein irgendeine Ausgrabungsstätte. Aber da sind hundertprozentig starke Gegner. Ausgrabungsstätten sind immer so. Ich sag nur, was war's? Quarry Junction? Quarry? Quarry Junction? Zum Beispiel. Oder ja, die Todeskallenhöhle, ja. Erklärt sich von selbst. Oh, komm hier. Mit. Auf dem Radar sehe ich schon ein Bahnhof-Symbol von Monopoly. Was, wenn man alle Bahnhöfe besitzt, wird der Wert der erhaltenen Miete was mit 10 multipliziert? Multipliziert, nicht multipliziert. Oh mein Gott. Ich höre schon Geballere aus der Richtung. Ist da einer? Nein. Das heißt, ich halte mich von dort fern. Zwei Fraktionen, die gegeneinander kämpfen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wild darauf bin.
Nicht unbedingt. Wo ist denn jetzt der Bahnhof? Mir wurde ein Bahnhof versprochen. Wo bist du? Ist das der Bahnhof? Oh ja. Oh ja, oh ja. Bring an. Wo haben wir denn hier den Händler? Alter, lässt du mich auch mal irgendwo rein? Da. Guten Tag. Also, Kollege. Verfügbar. Waren. Was haben wir denn hier? Würdigen. Quelle. Ja. Erstmal verkaufen, ne? Das hier weg. Das hier weg. Alter, ich hab hier von 15 Stück. Und ich wundere mich, warum ich überladen bin, weißt du? Also, ne? Fast überladen. Psycho-Tatz. Radax, nimm schon mal mit. Der Sirup, der kommt weg. Das ist halt alles eigentlich gut für Essen und so. Oh Gott. Deswegen sollte ich das nicht wegtun. Menschenfleisch wird hier nicht akzeptiert. Die Gourmets. Gewatze. Wie sieht's denn aus mit Radeweh? Was hab ich denn da? Ein verdünntes. Da kann man auch mal ein bisschen hier nehmen, ne? Das ist doch prima. Was hätten Sie denn gerne? In Busse sollte man immer rein, da gibt's oftmals was. Was ist das denn? Ein Skistock. Und ciao. Danke, dass Sie sich für Polowski entschieden haben. Einfach wegrammen alle. Gibt's nichts Interessantes? Ich höre. Oh, guck mal da. Ich höre einen Atomcode. In dieser Richtung. Allerdings uninteressant für uns. Im Moment. Da ich mit dem Charakter definitiv keine Atomcodes machen werde. Das steht fest. Ich hatte schon zweimal die Chance dazu, seit dem Release, also beide Male bis jetzt. Allerdings, mit denen ich das machen wollte, die sind einfach, die kommen einfach nicht online. Und alleine, ich sag mal so, ich kann es nicht empfehlen, alleine. Das ist eine Falle, die mal außen rum. Oh, guck mal da. Wie war das kein Treffer, ey? Ich wollte schon sagen. Geh mal aus dem Bild. Guck ich mir gleich alles an. Keine Sorge. Oh nein, Strahlung. Strahlung! So, ich schaue jetzt mal die Waffen nach. Was war das? Oh ja, komm weg. Komm weg. Ach ja, richtig. Holoband muss man auch wiedergeben. Da war was. Margies Holoband, wo ist es denn? Hier spricht Margie McClintock von den Knallharten. Was für ein Witz. Wir hatten uns vorgemacht, dass unsere Opfer einen derartigen Namen fürchten würden. Aber mittlerweile sind alle da draußen so verzweifelt wie wir. Wenn jede Konfrontation zwischen Leben und Tod entscheiden kann, gehen die Leute Risiken ein. Sie wehren sich.
Also müssen wir unschuldige Leute töten. Aber ohne mich. Mir egal, was aus dieser Welt geworden ist. Sie zieht mich nicht mit in den Abgrund. Die ganze Idee hinter den Raidern ist krank. Unmenschlich. Ich zerstöre dieses blöde Schlüsselteil. Diese Mistkerle verdienen ihre Schätze nicht, solange sie nicht wieder vernünftig werden und mit diesen ganzen mörderischen Machtspielchen aufhören. Falls das jemals geschieht, weiß Vincent, was zu tun ist. Vielleicht wird er mehr Erfolg haben als ich. Was mich angeht, ich verschwinde. Ich suche mir ein paar Camps und trete ab. Friedlich, ohne Schmerzen. Das war's. Bis bald, Harland, mein Liebster. Ist schon viel zu lange her. Okay. Die Margie hat sich wohl abgeschossen im wahrsten Sinne. Oh, Laser-Scharfschützengewehr. Können wir das benutzen? Sieht das aus? Level 5. Das hier macht 16 und das Ding macht 28. Wird. Hallo? Wer ist da? Okay, irgendein Vincent muss ich finden. Der scheint auch hier oben zu sein. Guckst du doch immer nach, du, ne? Hier war eine Falle. Oh, wie assi. Aber was hat das ausgelöst? Oder was hat diese Falle? Stand back! Muss hier vorsichtig sein. Okay, da oben. Was ist das da? Ach! Hört sich an wie Verbrannte. Ja, überhaupt nicht. Nur für euch. Tschüss. Ja, wenn es auch durch die Decke geht, also komm. Wir sollen sowas erahnen. Also bitte. Was ist denn. Das ist schon wieder verdreckt. Hier, mit so einem Scheiß muss ich mich rumschlagen. Boah, ich muss mal unbedingt wieder meine Festplatte bereinigen. Hole deine verlorene Beute zurück. Was ist meine. Welches ist jetzt meine Beute? Ich wüsste schon gern, was ich dabei hatte, deswegen ist es vielleicht gar nicht so dumm. Hier. Oh. Alles doof, alles scheiße. Oh. Kann ich eigentlich von hier auf dann da hoch? Darüber springen? Verloren. Fort. Easy. In der Hand. Ja. Für die reicht, glaube ich, sogar. Hey, hey, hey. Welches ist es? Das hier. Wenn die uns nicht sehen, ansonsten. Okay. Das war. Oh, Kampfgewehr. Wann kann ich das benutzen? Oh, wow, mit Level 40. Warum geben die uns. Der war Level 6, weißt du? Guck mal, reicht doch. Ja, immerhin ist der eine gestorben, ne? Immerhin ist der draufgegangen. Oh, das ist. Den Skistock, den brauchte ich natürlich. Skistöcke sind immer wichtig. Okay, Vincent ist im Keller anscheinend. Da oben war noch einer. Huch. Lad mal bitte nach hier, ja? Ich weiß nicht, was der da unten macht.
ich ihn von hier aus treffen? Hä, wo sind... Hä? Der ist draußen, aber wo ist der andere hin? Och, keine Ahnung. Nee. Nein, 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 nein. Wo ist das scheiß Radio? Oh, mein Gott. Wie gesagt, wir wollen keine Probleme mit The GEMA haben. Was, 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 was? Daher Radio aus. Ja, dann machen wir das so. Okay, was gibt's denn hier? Ja, hier ist nix. Hier. Naja. Das nehme ich mit. Hätte ich jetzt tatsächlich auch drauf verzichten können, aber hey. Okay, irgendwo im Keller. Dann gucke ich hoch gleich. Was ist hier los? Muss man nicht verstehen? Komme ich denn nach unten? Wie komme ich denn nach unten? Gibt's hier einen Keller? Was ist denn das? Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Raider Power Torso. Kann ich absolut nicht benutzen. Geil. Ist das nicht toll? Die erste Power Rüstung, die wir finden, die nicht nur nicht leer ist, beziehungsweise da wir nicht nur kein, also nicht nur nicht kein Versionskern dabei haben, sondern auch das Teil, was sie hat, ist halt für Level 45. Das ist so, ich kann halt nichts damit anfangen, so gar nichts. Ich kann hier aber Sachen verwerten, das kann ich machen. Das automatische Lasergewehr, das kommt weg. Das Bowie-Messer. Ach stimmt, das war auf Level 45. Der Monocle. Warum ist der Monocle eigentlich nicht ausgerüstet? Das ist doch... Ich dachte schon, das ist doch das Wichtigste. Oder nicht? Mich schön hier unter der oder hinter der Theke gucken. Gibt's oft. Stuff, den man braucht. Was war das jetzt? Was für ein Skill habe ich ne? Hab ich da irgendein... Habe ich irgendwas Spezielles da drin? Oder war das einfach nur... Ah. Ja, was habe ich jetzt bekommen? War das ein Stimpack? Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt als zusätzliches Item bekommen habe, quasi. Kann ich nicht sagen. Ist Eingang? Admin-Passwort. Das war ja nicht schwer. Erhalte das Admin-Passwort. Das ist da oben. Was? Dein Ernst? Dann gehen wir da hoch. So ist das nun mal. Ja. Och, kein Ding. Die Atombombe nehme ich auch nicht. Alles, was mir was bringt. Ehrlich gesagt. Komm, kann ich zerstören. Also. Yachtgewehr. Ich höre sie immer noch rumlaufen da oben, aber. Die wollen wohl nicht runterkommen. Ich kann denen nicht helfen, wenn die nicht beikommen. Das sind ja auch. Ne, die scheinen da oben zu sein. Ei, Freunde. Wenn ihr euch zu fein seid, da auch nur euren Arsch zu bewegen, dann bitte bleibt auch dort. Geht mir nicht auf die Eier. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Ah, hier wird schön was draus getrunken. Das sieht man doch. Krug für Schwarzgebrannten. Warum auch immer der mit... Ist das Stein? Das ist ein Steinkrug. Steinkrug ist natürlich nice.
Umkehr oder andere Seite ist natürlich auch sauschwer. In der Größe, schätze ich mal, hat der mindestens mal 20 Kilo. So um die 20 Kilo. Da kannst du höchstens mit so einem Meter lang Strohhalm draus trinken, wenn das Ding auf dem Boden steht. Ansonsten wird's schwierig. Aber ey. Ah, hier ist das Lager von unserem... von dem Kerl, den wir gesehen haben. Ja. Der hat jetzt nicht... auch nicht unbedingt mehr aufgebaut als ich. Da ist er doch. Ach komm, wenn wir eh gerade hier sind. Hey, wo kommt denn jetzt... Okay. Hallo, mein Freund. Bleibst du mal wieder hier, du?